wenn ich jetzt in 10 Jahren hier reinlaufen würde, was für ein Sortiment würde ich antreffen und wie würde der Laden aussehen? Ich kann mir vorstellen, dass sich die Kasse ganz anders wird aufbauen und dass vielleicht noch irgendwie einer von meinen Mitarbeitern mittlerweile mit dem Rollator rumläuft, weil die schon dabei sind. Sonst denke ich, bleibt sich ziemlich alles etwa gleich. Was würde im Quartier fehlen, wenn es jetzt Käse und Brot nicht mehr gäbe? Ich denke, es würde eine Art ein Treffpunkt im Morgental fehlen. Wir haben zwar noch die Apotheke, die auch nebenan geht, im Zentrum ist, aber der Käse und Brot, den gibt es schon seit den 80er Jahren. Und ich denke, der Laden identifiziert sich auch über die Mitarbeiter, die hier drin sind, die schon ewig dabei sind und die die Kunden schon ewig kennen und die Kontakte pflegen. Das würde ganz bestimmt fehlen. Und das ist wahrscheinlich auch ein grosser Unterschied zu einem Online-Handel. Wir bieten das nach wie vor noch nicht an. Vielleicht gibt es mal irgendwann einen Hauslieferdienst, aber wahrscheinlich mehr per Telefon oder irgendwie so. Wir sind noch relativ altmodisch da. Aber ein Mitarbeiter wie ein Tobias, der den Leuten aufs Käsepapier noch den Rigi zeichnet oder den Mausoleil, das gibt es im Online-Bereich nicht. Das macht auch vieles bei uns den Charme aus. Was sehen Sie denn für einen Vorteil im Grossist, der gerade vis-à-vis von Ihrem Laden ist? Er hat ein grosses Parkhaus, wo die Leute parken können. Viele wissen das leider nicht. Und der Grossist gibt mir auch Impuls, damit ich mich weiterentwickle. Weil der Grossist schläft auch nicht und wir wollen Sachen anbieten, die der Grossist nicht kann. Was ist denn so eine Perle bei Ihnen im Laden? Perle, abgesehen vom zweijährigen Gruyère von Hans Roth, glaube ich, sind meine Tintin-Devotionalien so ein bisschen Perle, die da drin sind. Das ist einfach mein Zeug und die Perle, die tue ich gerne ausstellen.